Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Rimworld und hier zu unserem neuen Kolonisten, Aiden. Na, wie nannten die sich nochmal? Ein Impede, ja? Impede sind für das Wüstenleben geschaffen. Sie sind sehr schnell, können Feuer spucken und vertragen hohe Temperaturen. Sie sind gut im Fernkampf, aber rechnen im Nahkampf nur wenig Schaden. Sie sind schlecht im Nahkampf und viel zu tun und haben ein schwaches Immunsystem. Naja, mal gespannt. Also, wir werden da mal schauen. Wir müssen den Soswon ja auch mal jetzt so ein bisschen einsetzen. Arzt ist er nicht. Kinderfliege ist auch nicht so seins, ne? So, machen wir mal so. Aber hatten wir den nicht Nein. Supremacist, den haben wir ja gar nicht bekehrt. Das war ein Fehler. Ich dachte, wir haben ihn bekehrt. Bekehrungsritual. Soswon. Der muss dann irgendwann bekehrt werden. Überhaupt kein Thema. Das haben wir verschlafen. Naja, nicht schlimm. Er muss ja jetzt trotzdem eingesetzt werden. Was kann der? Schmieden ist ja gut. Schneidern auch nicht verkehrt. Handwerk und Beekeeping. Beekeeping ist auch nicht verkehrt. Naja. Transport und Logistik wären auch drin. Machen wir mal auch auf 1. Kunst muss nicht sein. Dann macht er mal so diese Sachen, ne? Erstmal, vorerst. So. Dann. Soswon soll mal hier kopieren, einfügen, ja. Dann soll er mal hier Sommerkleidung tragen und rohes verboten, ne? Genau. Super. Dann haben wir ihn ja schon mal. Und den werden wir auch mal. Da werden wir schon mal schauen. Das gucken wir uns noch mal an. Hier läuft es weiter. Schon mal aufgefüllt. Ich lass mal schneller laufen. Kolonist fehlt eine Seitenwaffe. Da will ich ihm mal eine geben. Der bewaffnet sich mal mit einem Sturmgewehr. Ah, da geht das Feuer löschen. Okay. Eigentlich unnötig, aber sei es drum. Kopie bauen. Soweit, so gut. Dann wäre das hier auch schon mal erledigt. Wir können hier auch schon mal diese Kopien bauen, die ja auch notwendig sein werden. Ich schicke mal Besucher weiterhin weg. Ich will noch mal ganz kurz gucken wegen der Stromversorgung. Stromkabel, ja. Weiterhin notwendig natürlich. Ich lege auch schon mal hier die Stromkabel. Und auch die unterirdischen. So. Ist das hier auch schon mal geklärt. So, Feuer weiterhin. Es brennt. Die Leute kommen zum Löschen.
läuft, läuft. Mit Holz gefällt irgendwo, ne? Ja. With Hive. Interessant. Wir hatten hier doch mal Das wird jetzt interessant. Die Bienenzucht hier, vielleicht setzt man die ja dann doch mal woanders hin, sondern vielleicht setzt man die ja hier hin. Wird mal gehackt. Immer noch Feuer? Nee, nicht mehr, ne? So außerhalb hier nur vielleicht. Aber das sollte uns nicht weiter stören. So, Reispflanze kann immer noch angebaut werden. Aloe Harvest hier nicht. So. Was ich schon mal machen werde, ist mal hier Licht installieren. Hier ist schon mal gut alles gemacht worden. Dann Strukturen. Eine Granitwand. Wobei, wir könnten auch ein Armored Wall machen. Erstmal. Wobei, da das hier eh nicht außen ist, ja, so würde ich auch mal sagen, dass man vielleicht einfach eine ihr wisst schon, eine Granitwand macht. Wobei, ich muss sagen, wenn das denn hier schon so ist. Nee, nee, wir machen es mal so, wie wir es jetzt schon mal geplant haben. Feine Sachen. Mutterschaf ist gestorben. Ich werde hier mal Folgendes erlauben. Schaf. Was erlauben wir hier eigentlich an leichten? Finde ich sehr gut. Beine und so auch nicht, ne? Schweine? Nö, das passt schon.
Warum pennt Sosvon da? Ach, so ein Mist, aber auch. Für Kolonisten. Nicht medizinisch. Das ist dann hier zuweisen. Sosvon. Hier soll mal behandelt werden. Oh Mann. Sieht schicke aus. Schicke. Ich glaube, das war so wie hier, ne? Deswegen, naja, jetzt ist auch egal. So, das werden wir überleben, glaube ich, dass da ein Stahl weniger ist. Aber schon die ganze Zeit, Leute, ne? Also, Kartoffelpflanze? Tinctoria? Was gibt's denn hier? Taglilien sind wunderschön, müssen aber häufig nachgepflanzt werden. Gardenia. 1,8 Tage. 7,2 Tage. So, ich will mir das mal angucken mit den Blüten. Bluebell. Lebensdauer 18 Tage. Bluebell 18 Tage. Sunflower. Sweet Potato, Bluebell. Nee, was hat mir... Oh Mann, was hat mir denn jetzt gesagt? So. Wir sind hier ja runtergekommen. So, Bluebell hat 18 Tage. Dann, Gardenia. 7,2. Das ist mir zu wenig. Gentian. 6,6. Löwenzahn. Leute, 20 Tage. Rosen 7,5 Tage. Taglilie 4,5. Ich glaube, wir machen hier Löwenzahn hin. Wie sieht's hier aus? Was ist, wenn wir den hier fällen? Ach, diese Musik kenne ich noch gar nicht. Oh, entspannt.
gewaltige Skulptur. Stier muss behandelt werden. Grippe extrem. Immunität ist auch gut. Ja, das wird. Nur noch 6 Tiger hier vor Ort. Blaue Giraffe eidelt. Warum? Blaue Giraffe, wo ist sie? Gefischt wird auch nicht. Warum? Naja, lassen wir erst einmal. Waldarbeit, wer ist denn Waldarbeiter bei uns? Die ist komplett woanders. Wir warten's mal ab. Das wird über die ganze gesamte Linie so sein. Okay. Ja, super. Hügelt euch. So, next layer. Nochmal. Lichter sind da, sehr schön. Wild Beehive Mild Lager. Ganz dringend. Hier sind, glaube ich, Bananen, ne? Ja. Da bin ich echt gespannt. Was ich hier jetzt nochmal machen werde, ist Bees, ja. Was ist das hier nochmal? Bee Root Chamber. Adjacent Bee House. Muss hier sein. Okay. Interessant, Leute, interessant. Lassen wir noch mal ein bisschen hier durchheizen. Was ich hier machen werde, ist nochmal Wallpaper. Es wird ja hier so eine Art Wallpaper-Stuff sein. Und natürlich hier auch wieder eine Wand aus Granit. Also was für ein Kampf das ist, ne?
mit dem Aufbau, mit dem ganzen anderen Krams. Also hier ist ordentlich was los. Ich werde mal hier wieder 12 Granitbrocken reinholen. Hier liegen ja genug. Ich habe schon mal 10. Dann nochmal 12. So, sehr schön. So, jetzt ist die Frage, Wild Beehive. Wer macht das mit den Bienen? Bee-Stuff. Wer ist hier unser Bee-Master? Blaue Giraffe wäre für Kunst zuständig. Also. Wer ist denn Beekeeping-Meister bei uns? Litea? Nuklear? Roschen? Irgendjemand muss es ja tun. Aber wer? Sosvon vielleicht? Lass uns mal erstmal Sosvon. Na, der ist nicht gut darin. Aber lassen wir es mal so sein. Sosvon macht es. Und dann sind wir mal gespannt. Ah, die Tiger nehmen ab. Es sind nur noch 5. So. Wie ist denn hier die Homezone eigentlich? Wird die immer größer? Hat sich das geändert? Nee, das bleibt so, so wie wir es eingestellt haben. Ja, ist auch in Ordnung so. Wir haben übrigens noch eine neue Mod. Wir haben ja diese... Na, ich weiß nicht, wo das ist. Ich suche es gerade. Reverse Moisture oder die Entwässerungspumpe. Also Gold braucht die. Das ist, glaube ich, durch eine neue Mod da. Man kann hier dann halt auch Wasser und so machen, womit dann gefischt werden kann. Aber ich versuche hier dieses Wasser so zu machen, dass wir hier diese Fläche nutzen können. Dazu kommen wir dann aber in der nächsten Folge, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.